Ja, Gerhard Bersenbrügge, Vorstandsvorsitzender der Nestle Deutschland AG. Sie haben einen unglaublich interessanten Vortrag gehalten über Ihre Studie, die Sie 2011 nach 2009 noch einmal erhoben haben. Sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist. Kann man das tatsächlich nach dieser Studie so sagen? Ja, sehr eindeutig, also keine Frage. Das kommt natürlich durch und wir haben ja ein genügend großes Panel mit 10.000, die befragt haben, aber das haben wir noch gedockt mit einem 30.000er Panel der GfK, um wirklich genau das zu sagen. Wir können sogar auch sagen, welche Paarungen nicht zusammenpassen, die definitiv hier eine Scheidung erleben werden, weil die Auffassung über Ernährung so unterschiedlich ist und dahinter verbirgt sich auch eine ganze Lebenseinstellung. Das ist sehr interessant, werde ich mal zu Hause diskutieren. Herr Bersenbrügge, Lebensmittel, Sie als Lebensmittelhersteller, als Nahrungsmittelhersteller, wie wichtig sind Nahrungsmittel den Deutschen mittlerweile? Natürlich, wir brauchen ohnehin die Lebensmittel, um zu leben. Nicht umsonst heißen sie Lebensmittel und sollten auch Mittelpunkt des Lebens sein. Also ohne geht es natürlich nicht. Nur die Lebensmittel können natürlich mehr als nur Kalorien einem zuzuführen. In Lebensmitteln steckt eine ganze Menge drin. Das heißt, eine gute Ernährung wird dafür sorgen, dass wir wesentlich gesünder sind, wesentlich länger leben können, ohne jegliche Schäden. Und das ist sehr wichtig. Ich glaube, bisher haben viele Menschen das noch nicht erkannt, auch die Politik nicht und die Medien nicht. Sehr häufig werden wir einer Schelte unterzogen, weil immer irgendeiner von den Tausenden von Herstellern vielleicht etwas gemacht hat, was nicht in Ordnung ist. Nicht? Über Gammelfleisch haben wir gesprochen, über Dioxin, EHEC. Aber das heißt beileibe nicht, dass die gesamte Industrie schlecht ist. Im Gegenteil, ich glaube, Sicherheit und Qualität wird sehr groß geschrieben. Nicht umsonst werden viele Produkte auch ins Ausland exportiert. Die Politik diskutiert zurzeit die Wegwerfmentalität der Deutschen. Es werden zu viele Lebensmittel, die noch haltbar sind, die noch gut sind, die noch verzehrbar sind, weggeworfen. Müsste Sie das nicht als Nahrungsmittelhersteller eigentlich ein bisschen wurmen? Denn je mehr weggeschmissen wird, wird ja auch mehr nachgekauft. Nein, das kann ja natürlich nicht unser Ansinnen sein. Also wir sind gegen jegliche Form von Waste. Also wir vermeiden natürlich schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen irgendwelchen Waste in den Firmen, in unserer Produktion, also wie wir schön sagen, from farm to fork. Und wir finden das natürlich nicht gut, dass Lebensmittel, die wir mit so viel Liebe hergestellt haben, weggeworfen werden. Also insofern mögen Sie vielleicht sagen, das würde uns irgendwo schaden. Aber das ist kein Weg, um ein Geschäft aufzubauen. Sie haben eine Studie 2009 erhoben, jetzt 2011. Eine kommende Studie wird vielleicht noch folgen. Können Sie selber so einen Weg sehen oder vorhersehen, werden Deutsche, obwohl sie ja immer dicker werden, haben sie ja auch ein größeres Verständnis für Lebensmittel. Das heißt also, dass sie auch bereit sind, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben. Ist das nicht irgendwie ein bisschen konträr? Nein, ganz im Gegenteil. Das heißt ja nicht, wenn ich mehr Geld ausgebe für gute Qualität, dass ich dadurch mehr Kalorien zu mir nehme, sondern ich weiß vielmehr, welche Qualität ich nehmen sollte. Und deswegen sind wir auch so sehr dafür, dass Menschen auf richtig informiert werden. Wir begrüßen auch das Unterrichtsfach gesunde Ernährung. Da fängt es an, bei unseren Kindern. Wir sehen ja einfach, dass viele Kinder einfach jetzt schon zu dick sind und dann wird es einfach schwierig werden im Laufe des Lebens. Also wir glauben, dass eine gute Information sehr stark dazu beitragen wird. Also der Preis ist weniger ein Punkt, dass man jetzt dadurch dicker wird, sondern ich würde eher sagen, im Gegenteil.